Heute folgen Sie mir zur Tür, dann bereiten wir Sie auf die Show vor. Welcher Kandidat möchten Sie? Sony hat den Dreh raus. Nach iToy Play und SingStar erscheint mit Buzz das nächste Partygame, das die ganze Familie vor dem Fernsehgerät vereinen wird. Welches Geräusch soll Ihr Buzzer machen? Blättern Sie mit den farbigen Tasten durch die einzelnen Geräusche. Bis zu 4 Spieler können an der virtuellen Quizshow teilnehmen. Das Wissensgebiet beschränkt sich zwar nur auf Musik, bezieht sich aber auf den Zeitraum von 1950 bis 2005. Das sind insgesamt 55 Jahre Musikgeschehen. Man lacht sie aus, Spieler 4. Spieler 2 hält den Vorsprung. Yeah. Bei über 5000 Fragen kommt so schnell auch keine doppelt vor. Zudem könnt ihr einstellen, dass bereits gestellte Fragen erst dann wieder vorkommen, wenn alle anderen abgearbeitet wurden. Dazu müsst ihr allerdings immer schön abspeichern. Bass ist für jedermann konzipiert und so spielt es sich auch. Einfach einlegen und loslegen. Hier gibt es keine dicken Manuals, die man zuvor studieren muss. Folgt einfach den Anweisungen des Moderators und seiner Assistentin und habt Spaß am heiteren Ratespiel. Spieler 1. Wer soll die Frage beantworten? Spieler 4. Die Frage wird an Sie gerichtet. Tote Hose ist dann angesagt, wenn ihr alleine spielt. Ihr könnt lediglich 2 Runden absolvieren. Im ersten Abschnitt sammelt ihr Zeit. Die angesammelte Zeit bestimmt dann die Länge der zweiten Runde. Hier wandert ihr mit jeder richtigen Antwort eine Treppe nach oben, wo die fetten Punkte auf euch warten. Bei einer falschen Antwort jedoch geht's zurück zum Nullpunkt. Nicht schlecht. Noch eine und Sie sind oben. Falsche Antwort. Runter auf die erste Sprosse.